Hallo, liebe Kinder. Es ist so schön, dass ich jetzt bei euch bin. Ihr seht, ich bin im Nikolaisaal. Ihr seid bei Oma, Opa. Nein, da seid ihr nicht. Ihr seid natürlich zu Hause. Und ich freue mich total, mit euch heute zu singen. Natürlich ist noch jemand mitgekommen, aber der traut sich noch nicht. Der traut sich noch nicht, zu euch zu kommen. Der ist ganz schüchtern. Das ist das erste Mal, dass Zebra Zeppo in so eine Kamera guckt. Ich rufe den jetzt aber mal, ja? Mal gucken, ob er kommt. Zebra, Zebra Zeppo, wo bist du denn? Der ist echt schüchtern heute. Er hat mir das schon gesagt, dass er sich total freut, mit euch zu singen. Zebra, hallo? Na, komm doch mal raus. Komm doch mal raus. Die Kinder wollen dich sehen. Hallo? Hallo? Hallo, liebe Kinder, da bin ich. Ja, und der Zebra Zeppo, der singt ja mein Begrüßungslied für euch. Möchtest du jetzt gleich mal anfangen? Nein, fang du erst mal an. Na gut, dann mache ich das jetzt mal. Und dann singt der Zebra Zeppo für euch das Lied, okay? Ich bin jetzt ganz, ganz viel draußen spaziert und überall blüht es und überall sprießt es und überall singen die Vögel. Und da habe ich irgendwie ganz oft an Mozart gedacht, ich weiß auch nicht. Und deswegen singe ich heute einfach mal eine schöne Melodie von Mozart für euch. Seht und hört, wir machen heute Musik. Seht und hört, ein ganz besonderes Stück. Hört die kleine Melodie, die schöne Harmonie, wir alle lieben sie mit ihrem Pa-Pa-Pa-Pa-Pa-Pa-Pa-Pa. Ja, die schöne Melodie mit ihrem Spaß und Schick ist unsere kleine Nachtmusik. Und wenn ihr euch die Melodie schon ein bisschen gemerkt habt, könnt ihr ja jetzt mit mir nochmal zusammen summen. Da 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 la 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 la. Ihr seht, Zebra Zeppo ist jetzt auf jeden Fall schon viel selbstbewusster zu euch gekommen und jetzt singt der Zebra Zeppo für euch das Lied, wo er sich dann erstmal selber vorstellt. Ich bin der Zebra Zeppo und singe total gern. Morgens, mittags, abends, einfach immer zu. Laut und auch mal leise, schön ist auch die Ruhe. Guckt mal, Zebra Zeppo ist nämlich in meiner Küche unterwegs gewesen und hat da immer ein Krach gemacht und manchmal war es aber auch ganz leise und auf einmal habe ich einen Rhythmus gehört. Dann hörte ich noch ein Lied, was Zebra Zeppo gesungen hat und er hatte die Idee, dass er heute mal ein kleines Küchenorchester für euch mitbringen möchte. Gucken wir uns das doch alles mal an. Zebra, zeig uns doch mal, was du hier mitgebracht hast. Eine Plastikschüssel. Eine Holzschüssel. Einen Metalltopf, ich glaube, das findet ihr auch alles bei euch zu Hause. Einen schönen Elmar-Löffel, noch einen Löffel und hier haben wir zwei Spieße. Und da hat der Zebra Zeppo ganz verschiedene Klänge produziert. Das möchte der Zebra Zeppo euch heute unbedingt zeigen und würde sich total freuen, wenn ihr das zu Hause auch mal ausprobiert. Legen wir doch einfach mal los. Mit den Spießen fangen wir mal an. Mal sehen, was jetzt hier aus unserer Plastetrommel rauskommt. Mal gucken, was aus unserer Holztrommel rauskommt. Was kommt denn aus unserem Metalltopf raus? Oh,
Dann hat Zebra Zeppo diese zwei Löffel genommen und hat genau das gleiche jetzt nochmal gemacht. Probieren wir doch mal, wie die Plastikschüssel klingt. Wow, das ist ja viel lauter. Probieren wir mal die Holzschüssel aus. Okay, und wie klingt die Metalltrommel? Wow, und jetzt probiere ich mal aus, wenn ich das mal mixe. Genau so was Ähnliches habe ich nämlich von Zebra Zeppo in der Küche gehört. Und Zebra Zeppo sitzt neuerdings ganz oft am Fenster, macht das Fenster gar nicht mehr zu und lauscht. Der Zebra Zeppo sitzt am Fenster und hört. Der sitzt einfach da. Stimmt's, Zeppo? Genau. Eine kleine Ente ist da vorbeigelaufen. Und er hört weiter. Und dann hört er einen kleinen zarten Nieselregen. Zusammen machen. Auf einmal hört er einen Blitz und ein Donner. Ein Blitz und ein Donner. Und da zieht ein richtiges Gewitter auf. Zeppo erstmal die Ohren zugehalten. Mann, war das laut. Aber dann kam ein Geräusch, das fand er so schön. Eine Biene. Zebra Zeppo beobachtete die Biene.
volle Wabe, summ, 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 Bienchen summ herum. Und jetzt lasst uns mal zu unserem richtig coolen Schlagzeug gehen. Und das singen wir jetzt noch mal mit dem Schlagzeug zusammen. Guck mal. Mein Topftrommel, Holztrommel, Plastetrommel. Summ, 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 Bienchen summ herum. Ei, wir tun dir nicht zu leide, flieg nur aus in Wald und Heide. Summ, 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 Bienchen summ herum. Spaß gemacht. Zebra Zeppo, da ist er wieder, hat euch noch was mitgebracht. Nudeln ist jetzt nicht so sein Lieblingsessen, aber ich liebe Nudeln total und deswegen findet er in fast jedem Schrank bei mir Nudeln. Spaghetti-Nudeln, kleine Nudeln, große Nudeln, gewellte Nudeln, gerundete Nudeln, auch ganz dicke Nudeln, ganz dünne Nudeln. Und hier habe ich die Nudeln in ein Glas gemacht. Das war aber nicht meine Idee, sondern das war deine Idee, Zeppo, ne? Das hast du nämlich auch ausprobiert, wie das klingt, wenn Nudeln in einem Glas sind, nicht auf dem Teller oder in der Tüte. Natürlich, die raschelt. Aber wie klingt das, wenn man ein Glas mal so hin und her schüttelt? Ja, hört mal. Das hat mir alles der Zeppo gezeigt. Und dann hat er in meinem Schrank auch noch Reis entdeckt. Da ist er. Und da meinte der Zeppo zu mir, jetzt mach doch mal Reis ins Glas und probier doch mal aus, wie das klingt. Ja, ist auch wieder ein bisschen leiser, ne? Ein bisschen leiser als unsere Nudeln. Ja. Und da hatte der Zeppo einen ganz coolen Rhythmus gemacht, den habe ich echt geübt und den zeige ich euch jetzt mal. Vielleicht findet ihr ja bei euch auch ein Glas und noch ein Glas, wo ihr Nudeln und Reis reinmacht. Dann lasst uns das doch mal dann zusammen probieren. Also, ich fange mit dem Nudelglas an und dann kommt das Reisglas. Also. Es war eine Mutter, die hat vier Kinder, den Frühling, den Sommer, den Herbst und den Winter. Der Frühling bringt Blumen, der Sommer den Klee. Der Herbst bringt die Trauben, der Winter den Schnee. Mann, macht das Spaß! Ich glaube, ich muss noch ganz viele Instrumente in meiner Küche entdecken. Aber jetzt habe ich erstmal Lust, mit euch das richtig tolle Monatslied zu singen. Und jetzt sind wir schon im Monat April. Wahnsinn! Weckt uns allen die Lebenslust. September,
Zebra Zeppo beobachtet gerade immer so viele schöne Vögel, Amseln, Drossel, Fink und Star, Spatz, Kohlmeise, Buntspecht, das ist echt toll. Und deswegen spiele ich euch jetzt nochmal die Vogelpfeife. Jetzt könnt ihr mal mit mir zusammen alle eure Hände verstecken. Jetzt kommt da nämlich ein Vogel, passt auf. Es fliegt ein Vogel, erst ganz allein. Schaut her, jetzt sind es zwei. Sie fliegen hoch, sie fliegen nieder, sie fliegen fort und sie kommen wieder. Oh, es weht ein Sturm, wenn ziemlich heftig, und die Vögel fliegen ganz doll heftig. Und legt ein Sturm mit sich zur Ruhe, dann setzen sie sich ganz, ganz leise wieder in ihr Nest zur Ruhe. Und jetzt habe ich total Lust, mit euch nochmal zusammen, alle Vögel sind schon da, zu singen. Alle Vögel sind schon da, alle Vögel alle, welch ein Singen, Musizieren, Pfeifen, Zwitschern, Tirilieren, Frühling will nun mal marschieren, kommt mit Sang und Schall. Küchenorchester. Ich bin jetzt wirklich mal gespannt, was du als nächstes jetzt entdecken wirst, was wir dann den Kindern zeigen werden oder mitbringen, okay? Ja, das ist eine richtig gute Idee. Kinder, ich gehe wieder auf Suche nach Klängen und Geräuschen und wer die euch mitbringen, dass wir dann zusammen Lieder singen können damit. Und jetzt sage ich tschüss, liebe Kinder. Ja, bis zum nächsten Mal. 1, 2, 3, der Mai kommt langsam herbei. Da sehen wir uns wieder, wenn so richtig blüht der Flieder. Wuhu! Die Zeit ist nun vorbei, gib mir die Hand, wir müssen. Ich freue mich total, euch wiederzusehen. Tschüss!